Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin ja gerade oberhalb von Schwäbisch Gmünd. Ich laufe heute die 9. Etappe vom Remstalweg. Eigentlich wäre das jetzt noch die 8., aber ich bin schon eine Etappe im Rückstand. Da vorne war ich gerade am Aussichtspunkt, aber da ist ein Turm. Ich dachte eigentlich, dass man da hochkommt, aber sah jetzt irgendwie nicht so aus. Ich laufe heute bis Lorch. Ich denke mal, das werden auch so um die 20 Kilometer werden mit Zuweg. Und in Lorch werde ich dann auch übernachten. Und morgen geht es dann direkt auf die nächste Etappe. Meine Jacke konnte ich auch gerade schon ausziehen. Es sollen heute um die 16 Grad werden. Ganzen Tag Sonne. Aber heute früh war es halt noch kalt. Aber der Rucksack ist jetzt voll mit Jacken. Hier steht jetzt noch 16 Kilometer bis nach Lorch. Zum Bahnhof, könnte ja passen. Und ich war jetzt gerade am Aussichtspunkt Lindenfirst. Heute sind es auch nur 30% Asphalt. Ich glaube, letzte Etappe waren es um die 70%. Also es wird heute wahrscheinlich schöner. Und hier ist jetzt der Erholungswald Taubental. Im Moment geht es ja schön den Waldweg weiter. Genug Bänke gibt es auch unterwegs und vor allem das Vogelgezwitscher. Herrlich. Da merkt man, dass der Frühling da ist oder vor der Tür steht. Und überall sind hier die Bänke versteckt. Da geht's weiter. Scheint aber auch eine beliebte Ecke hier zu sein. Hier gibt es aber noch ganz viele kleinere Wege, schmalere Wege, wo man langlaufen kann. Wenn man sich hier auskennt oder eine Karte hat, lässt sich bestimmt schön spazieren gehen hier. Sind auch einige Leute jetzt unterwegs. An Bänke haben die hier wirklich nicht gespart. Hier ist eine. Da kommt schon wieder die nächste, direkt 5 Meter weiter. Da vorne ist auch noch eine. Ja, und da ganz vorne ist die 4. Hoffentlich gibt es später auch noch welche, wenn man eine braucht. Hier ist ein Klettergarten. Das könnte dann auch gleich ein bisschen voller werden hier. Hier komme ich jetzt zum Himmelsgarten. Da vorne kommt wieder ein Aussichtspunkt. Ja, hier ist der reinste Kinderspielplatz. Da vorne ist noch mal ein Turm, weiß ich nicht, ob man da hoch kann. Aber das spare ich mir jetzt. Ist mir einfach zu voll hier. Jetzt geht es erstmal wieder ein Stück zurück Richtung Schwäbisch Gmünd. Hier hätte ich bald wieder den Abzweig verpasst und wäre auf der Straße weitergelaufen. Also die Straße ist direkt hier rechts, 3 Meter weiter. Hier komme ich jetzt wieder auf den anderen Weg. Also Straße würde ich da jetzt nicht zu sagen. Obwohl, hier geht es schon wieder zurück. Das hier ist ein richtig schöner Erlebniswald. Und ist gerade wieder schön ruhig. Also bisher ist es wirklich schön. Viele Pfade. Mal schauen, was noch so kommt heute. Hier an der Ecke könnte man jetzt auch einsteigen in die Tour. Dann spart man sich ein paar Kilometer.
Meine erste Pause habe ich auch schon hinter mir. Ja, das macht schon Spaß, wenn man in der Sonne sitzen kann. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich bin auch ziemlich spät losgelaufen heute, weil ich bin mit der Bahn wieder angereist heute früh und die hat natürlich wieder Verspätung gehabt. Also musste ich eine halbe Stunde später fahren. Und immer wieder schöne Wege. Hier kommt jetzt schon die nächste Ortschaft. Das müsste jetzt Wustenried sein. Da gehe ich aber auch, glaube ich, nur so am Rand vorbei. Hier hat man mal wieder ein bisschen schöne Aussicht. Und hier geht es noch weiter durch den Ort. Schönes, ruhiges Dorf. Wenn das jetzt so weitergeht, dann kann man noch bald die Sonnencreme einpacken. Zeckenzangen und sowas habe ich schon dabei. Auf den Limes-Wanderweg bin ich jetzt auch. Nochmal ein Blick zurück aufs Dorf. Hier geht es erstmal wieder runter. Auch wieder sehr schön. Ungefähr 300 Höhenmeter muss ich aber heute noch. Von da kam ich gerade her. Schöner Pfad. Ich bin schon wieder auf der Suche nach dem Weg. Bin irgendwie wieder falsch gelaufen. Wieder ein paar Höhenmeter extra. Da bin ich gerade runtergegangen. Und der Weg geht jetzt da lang. Hätte ich jetzt nicht so als Weg gesehen. Da oben sind zwar Schilder, aber gut, heißt ja nichts. Ist schon fast querfeldein. Hier kann man jetzt leicht einen Weg erkennen. Ich glaube, so viele laufen hier nicht lang, als würde man mehr was vom Weg sehen. So sieht der Weg gerade aus. Da kann man schon mal vorbeilaufen. Das war jetzt wieder ein richtig schöner Abschnitt. Jetzt komme ich hier wieder auf den breiten Weg. Das wird dann hier das Rotenbachtal sein. Ich glaube, hier geht es jetzt erstmal wieder hoch. Da oben gibt es wieder was zu entdecken.
Der nächste Ort. Gar nicht so schlecht. Die Ausblicke werden irgendwie immer besser. Hier bin ich jetzt auch fast oben. Noch ein Stückchen und dann geht es wieder runter. Da vorne gibt es noch ein Ortsschild, dann kann ich gleich mal gucken, wie der Ort hier heißt. Klein-Deinbach. Die Sonnenbrille musste jetzt auch erstmal raus. Wird langsam anstrengend ohne. Eine Bushaltestelle gibt es ja auch. Direkt im Ort war auch noch eine. Ich meine, hier fährt auch jede Stunde was. Auch am Wochenende. Hier habe ich jetzt Ausblicke nach allen Seiten. Von da bin ich gekommen. Und da geht's weiter. Und hier geht's jetzt wieder runter. Jetzt geht's hier schon eine Weile auf diesem breiten Weg lang, aber bei dem Abstieg ist das gar nicht so schlecht. Ich muss aber nachher noch mal hoch. Ich denke mal, um die 200 Höhenmeter muss ich noch. Ich habe schon befürchtet, ich muss da hoch, aber es geht doch erstmal noch die Straße weiter. Aber ich muss auf jeden Fall noch irgendwo hoch. Hier sind Schilder vom Halbmarathon. Von der Straße bin ich gerade gekommen. Ich muss jetzt hier oben weiter. Und ja, wie man sieht, der Halbmarathon ist doch heute, weil jetzt kommen einige Leute angerannt. Aber ich bin jetzt nicht mehr auf der Straße. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das die ersten sind oder die letzten. Hier lässt sich jetzt auch ganz gut bergauf laufen. Riesenmammutbaum. So, das müssten eigentlich diese Bäume sein. Ja, hier wird es jetzt wieder lauter. Die Straße kommt näher. Ganz schön viel Betrieb. Da vorne ist die Straße, von da bin ich jetzt gerade gekommen. Und wenn man da so durchschaut, da vorne ist ein Limesturm und ein Kloster. Da werde ich jetzt wahrscheinlich auch hingehen. Mein Weg geht jetzt normalerweise hier weiter und macht nochmal einen großen Bogen, um dann wieder nach Lorch zu kommen. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch zum Kloster laufen und ja, mal gucken, vielleicht gibt es da einen Kaffee oder irgendwas. Und dann werde ich direkt von da aus nach Lorch laufen. So, da vorne ist der Limesturm. Ja, hier ist jetzt schon einiges los. So, da geht's zum Kloster. Eine Falknerei gibt es hier auch.
Aber das sind so Sachen, die interessieren mich mal überhaupt nicht. Und hier ist das Kloster von der einen Seite. Mal schauen, was ich da noch so zu sehen bekomme. Ja, gar nicht so schlecht. Also ein Besuch lohnt sich. Da vorne gibt es jetzt auf jeden Fall Kaffee. Da vorne ist dann Lorch. Übrigens Lorch an der Rems in Baden-Württemberg. Es gibt ja noch ein anderes im Mittelrheintal. Ich sag dann mal wieder danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der 10. Etappe, glaube ich. Hab da schon ein bisschen den Überblick verloren. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.